Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute wieder was Interessantes mitgebracht, und zwar aus dem Hause Mattel zu ihrer Masterverse Toyline. Und zwar den Horde Skeletor aus dem aus der Netflix-Serie Masters of the Universe Revelation. Ja, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Hier oben haben wir die 30 Bewegungspunkte, das heißt US-amerikanisch Masterverse steht hier, und hier sehen wir auch schon Skeletor. Jo, wir sehen hier Wechselhände und wir sehen einen Widerstab, der einen rot-transparenten Schädel hat, und hier den Skeletor im Horde-Look. Quasi sieht man hier vorne auch die Horde-Fledermaus. Hier haben wir das Revelation-Logo und Skeletor. Und auf der Seite steht Skeletor, Evil Lord of Destruction. Auf der Rückseite haben wir auch wieder mal ein sehr schönes Artwork. Wir, neben dieser kleinen Biografie, die wir hier an der Seite haben, kommt Skeletor aus so einem Dimensionsportal raus. Richtig schön gestaltet oder gemalt. Des Weiteren werden in dieser Wave folgende Figuren beworben: Clamshell und Prinz Adam aus der Revelation-Reihe und Webstore aus der New Eternia-Reihe. Auf dieser Seite sehen wir auch nochmal Skeletor, und es könnte schon so ein bisschen Andeutungen hier oben haben von dem von der Fright Zone, von der Vintage-Version halt ein bisschen abgewandelt. Könnte durchaus sein. Ja, dann würde ich mal sagen, packen wir den guten aus und schauen uns mal an, was uns dieser Horde Skeletor bringt. So, und hier haben wir ihn jetzt ausgepackt, den Horde Skeletor. Ja, diese Version von Skeletor haben wir in Revelation in einer der letzten Folgen gesehen, quasi über die Geschichte zwischen ihm und Evelyn. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Ja, das Gesicht ist eigentlich interessant gestaltet, ist okay gemacht. Der Gesichtston ist auf jeden Fall eher knochenmäßig. Und ja, finde ich soweit stimmig. Ne, Kapuze. Auch hier dieser Umhang, ne, ist auch wieder aus so einem dünnen Stoff gemacht. Auch hier bitte wieder Vorsicht, die Teile sind mit Tesafilm festgemacht, also ne, Vorsicht walten lassen. Wie wir hier sehen können, hier unten drunter hat er seine Rüstung im typischen, ja, Horde-Look, ne, schwarz-rot, die Knochen, das Knochenelement hier ist mit Silber bemalt, ein bisschen schräg die Rüstung, aber ich finde erstmal so gar nicht mal schlecht bemalt. Auch hier nochmal so ein paar Details, nochmal mit Silber hinterlegt, sehr schön. Der Lendenschurz auch sehr schön gestaltet, so sieht stoffähnlich aus, ist aber aus Plastik. Ich finde die Fledermaus hier vorne sehr gelungen, und ja, von hinten sieht er quasi auch nicht schlecht aus. Die Schienbeinschoner sind auch in schwarz-rot gehalten. Ja, also kann man jetzt erstmal so nicht drüber meckern. Ich finde, es ist eine gute Figur. Ne? Kann man als, ja, ist auf jeden Fall eine gute Figur. Die, so wie sie jetzt hier steht, so 18,5 cm groß ist. Und natürlich die üblichen Bewegungspunkte, ne? Kopf frei beweglich, Arme nach außen, nach vorne, nach hinten, Ellbogengelenk, doppeltes Ellbogengelenk, Schultergelenk, Bizepsgelenk, doppeltes Ellbogengelenk, Handgelenk zum Drehen und zum Kippen, Brust, Hüfte, die Beine nach außen, nach vorne, nach hinten, kein Problem, Oberschenkelgelenk, doppeltes Kniegelenk, Stiefelgelenk und Fußgelenk zum Drehen und zum Kippen. Ja, also eigentlich in dem Sinne nichts Neues. Beim Zubehör sind wir auch
wieder mal sehr Masterverse typisch. Wir kriegen einmal ein paar Ersatzfäuste. Oh, ne, komm an. Und einmal den Widerstab, aber diesmal mit roten, transparenten Kopf. Mit ein bisschen Wash bearbeitet. Finde ich auch sehr schön gemacht. Und ansonsten ist es halt der Standardstab, den er auch schon vorher hatte. Den kann er natürlich auch optimal in die Hand nehmen. Spricht erstmal so nichts gegen. So. Jo. Und das war's auch tatsächlich schon an dem Zubehör. Mehr ist nicht dabei. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur einmal der Vergleich mit den Skeletoren, die wir schon in der Masterverse-Reihe hatten, die zu Revolution und Revelation gehören. Neben den Horde Skeletor haben wir ja hier erstmal die erste Version von ihm. Und da finde ich auf jeden Fall da das Gesicht weitaus gelungener als hier. Ja, also kann man so jetzt erstmal definitiv sagen. Ja, definitiv, ja. Dann hatten wir ja den God Skeletor. Ups, ja, God Skeletor, den haben wir hier. Na, was soll das denn? Profis am Werk hier. Irgendwie will er gerade die... Na, will er mit seinen Füßen nicht? So, God Skeletor. Und natürlich darf der zuletzt gezeigte... Genau, Skeletic, nicht fehlen. Ja, und hier sehen wir jetzt die vier Skeletoren-Varianten von der Masterverse-Toyline zum Thema Revelation und Revolution. Ja, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Könnt ihr ja teilen, liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt Neues aus Fox Toybox.